Ich freue mich unglaublich, mit euch zusammen ins neue Jahr reinzustarten. In 50 Minuten heisst es 2019. So gut, hä? Aber ich möchte kommen, wir möchten mal. Ich habe da viele Fans, das höre ich hier. So cool, danke vielmals. Aber kommen, wir wollen nochmal zusammen still werden und uns nochmal einig auf den Jesus ausrichten. Habt ihr das Riesenkreuz vorhin gesehen, das Foto draussen und jetzt ist schon vorne auf der Stage? Hey, die sind wahnsinnig, die Techniker hinten. Unglaublich cool. Jetzt gebt einen Applaus, doch für sie. Ich habe es geliebt, durch das Camp zu laufen und euch in den Workshops zu sehen. Ich sehe, wie ihr in der Toolbox lehrbereit war, an dem Plenum am Abend war. Und ich habe es so geliebt, mit euch unterwegs zu sein. Und jetzt darf ich noch die beste Botschaft weitergeben. Wir starten in 2019 nämlich nicht alleine. Wir starten mit einer Zusage, dass Gott immer mit uns ist. Und ich glaube das heute Abend, bevor ich anfange, möchte ich etwas sagen. Ich glaube, ich spreche das heute aus, dass Gott heute Abend die Ketten sprengen will. Wo wir gehört haben auf Jesus, was er heute Abend tun will. Haben gesagt, er will uns nochmal etwas, wo wir limitiert, eine Limitation, die wir im Kopf haben, will er wegnehmen. Er will uns einmal noch einmal sagen, was es bedeutet, mit ihm verbunden zu sein. Stell dir vor, Jesus kommt aus dem Wasser, seine Taufe, dann schreist der Himmel auf. Und alle, die um und um sind gestanden, haben gehört, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Hände Freude. Und der Heilige Geist ist sichtbar auf ihn herabgekommen. Der Heilige Geist ist sichtbar auf ihn gekommen. Und genau für das wollen wir heute beten. Weil wo Jesus ist gegangen, hat er gesagt, hey, ich bin nicht alleine, oder ich lasse euch nicht alleine, sondern ich will euch einen Helfer geben. Jetzt hast du auch schon mal gedacht, ja gut, warum ein Helfer? Das gleiche Wort von Helfer kann man übersetzen als juristischer Beistand, als Anwalt, als einer, der dir zur Seite steht, der dir tröstet. Und vielleicht haben wir gedacht, ja, Jesus hat so eine Checkliste, oder? Er schaut, bist du in oder bist du out? Gut, wir haben den Tobi gewonnen, der gehört zum Team. Gut, wir haben die Eva im Rock gewonnen, die gehört auch zum Team. Hoffentlich gehört sie einfach dazu. Aber Jesus will das überhaupt nicht. Jesus will, ja, logisch will er das, aber er will noch viel mehr. Er will dir ein Leben geben, ein Leben im Sieg. Ein Leben, das auf einem Lauf, das bis zum Ziel hinausgeht. Er will nicht, dass du einfach sagst, gut, ich bin safe und jetzt kann ich chillen. Sondern er will dir ein Leben geben in Überwinderkraft. Und in dem Innen sagt er, in dem Innen lasse ich dich nicht alleine, sondern ich gebe dir den Heiligen Geist. Ich bin mal heimgekommen von einem Camp und gesagt, Jesus, ich gebe alles. Hey, ich habe dich erlebt. Du hast zu mir geredet. Hier bin ich, du darfst alles machen, was du willst. Alles. Du darfst mich völlig haben. Und dann habe ich mir das Zeug gelegt. Dann sind sie gekommen und gefragt, willst du Worship leiten? Ich habe gesagt, yes, mache ich. Willst du in der Sonntagsschule mithelfen? Yes, ich bin in. Jesus hat gesagt, er darf alles haben. Und ich habe mich in ein Zeug hineingetan, ich habe gebeten, die Bibel, ich habe alles wirklich gemacht und gesagt, hey, von ganzem Herzen, Jesus, ich will dir dienen. Und eines Tages, am Mittwochmorgen, in meiner stillen Zeit, wo es ganz ruhig war, habe ich gesagt, Jesus, brauch mich noch mehr, brauch du mich. Und dann hat Jesus in mein Herz, oder hat der Heilige Geist zu mir geredet und gesagt, geh nicht. Ich will, dass du mehr brauchst. Du sagst immer, brauch du mehr. Aber ich will, dass du mehr brauchst. Und dann sagt, was heisst das, du willst mehr brauchen? Was bedeutet das, Heilige Geist, dass du willst, dass ich dich brauche, dass ich abhängig bin von dir?
Wenn es geht, schau, du machst das aus einem Krampf auf, aus dir, du tust mir aus einem Krampf raus dienen. Und ich möchte, dass du lernst, in meiner Kraft zu leben. Aus meiner Kraft raus zu leben. Und was heisst das? Aus der Kraft vom Heiligen Geist zu leben. Wie macht man das? Und ich habe so satt, ehrlich gesagt, ich habe so satt von jungen Leuten, die gewaltig starten mit Jesus, die sich riesen Ziel setzen und nach einem Jahr sagen sie, Scheiß drauf, es hat nicht genützt, ja alles gegeben, aber es ist einfach ein Krampf. Und jedes Mal zerbricht mein Herz, wenn einer den Glauben verliert und sagt, ich habe es probiert, aber es geht nicht. Und ich möchte gerne sehen, eine junge Generation, die in dieser Kraft innen von Gottes Kraft lebt. Und wie geht es? Wie können wir das machen? Jesus sagt, ich gehe in den Himmel und gebe euch den Heiligen Geist. Ich habe eine Zusage gegeben. Ich gebe euch einen Helfer, einen Beistand. Ich habe einen, der zu euch steht. Der alles möglich macht. Der deine kühnsten Träume übersteigt. Der Unmögliches möglich macht. Wo du etwas, was du nicht hast, denkst, dass es möglich ist, kann umsetzen. Und das ist mein Wesen in einer Person. Und das ist der Heilige Geist in deinem Leben. Und wenn ich gemerkt habe, dass es ist, dass Gott sagt, ich möchte, dass du mehr brauchst. Dass es ein Gebet entfernt ist vom Füllungwerden vom Heiligen Geist. Erfüllt werden durch die Kraft von Gott in deinem Leben. In der Auferstehungskraft von Jesus zu leben. Überwinder zu sein. Sachen in seinem Leben zu erleben, die möglich sind, die vorher limitiert waren, ist ein Gebet entfernt von dem. Und das Gebet heisst, hier bin ich, Heilige Geist, füll du mich neu. Füll du mich einmal mehr deiner Kraft. Und ich möchte eine Generation sehen, die nicht schade ist, um zu sagen, ich brauche Hilfe. Ich brauche diesen Beistand. Ich will in seiner Kraft leben, nicht in meiner Kraft. Ich will in Gottes Kraft leben. Hey, der Heilige Geist macht so viel. Ich möchte kurz darauf eingehen, was der Heilige Geist alles in unserem Leben tut. Als er kam, in unser Leben hinein, hat er uns von verlorenen Kindern zu Kindern Gottes gemacht. Er hat uns umgewandelt. Er hat uns eingebunden, zusammengebunden. Schau mal links und rechts, das sind deine Schwester. In Gott ist von Gottes Familie. Schwester und Brüder natürlich. Du siehst, hä? Schwester und Brüder, Familie. Er macht dir Wunder, er begegnet dir, er will dir begaben und gibt dir neues Leben. Ich möchte kurz etwas erzählen, und zwar vor 14 Jahren. Vor 14 Jahren bin ich in einer Predigerin gehockt von einem Missionar und er hat von sich erzählt, ich lebe in der Kraft Gottes, ich gehe ans Ende der Erde und habe meine Angst überwunden. Und als ich das höre von diesem Mann, habe ich gedacht, so ein Leben will ich auch. Ich will auch furchtlos leben. Ich will ein Leben ohne Menschenfurcht. Ich will herstehen und jedem in die Augen schauen und sagen, hey, ich habe dich gern. Nicht aus meiner Liebe, aber ich habe dich gern. Aus Gottes Liebe raus. Hey, ich meine, ich bin Schulleiterin. Hast du schon mal gedacht, ich weiß nicht, ob du deine Lehrer gern hast und deine Lehrerin. Ich weiß nicht, ob du die mega gern hast. Oder wie viel, dass du sie nervst. Und ich habe auch Studenten. Also ich liebe sie von ganzem Herzen, aber manchmal nerven sie mich auch. Und er sagt doch Jesus, hey, ich will, dass ihr ähnlicher werdet mir und dass ihr Menschen liebt. Und ich dachte, ja, das fand ich vielleicht die 5 ersten Minuten. Und dann, wenn der erste Morgen mal auf reinkommt, der Morgen ist meine Liebe für den schon fast fort. Und ich wusste, hey Jesus, aber ich will leben wie du. Ich will leben wie dir, wie soll ich das überhaupt schaffen? Und Jesus hat gesagt, hey, ein Gebet entfernt. Lehr das Leben. In der Kraft von Gott. Und es bedeutet, Jesus, die gleiche Kraft, die dich von den Toten auferweckt, die Kraft brauche ich bei mir. Würdest du die Kraft mir geben? Füll du mich mit dem Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist, füll du mein Leben. Am 1. September 2017 habe ich ein Telefon bekommen. Und der Pastor Reusser läutet mich an und fragt, Goni, würdest du gerne ins Praise Camp Team kommen?
Und ich dachte, das ist wahnsinnig. Ich habe ein paar Monate vorher vernommen, dass ich durch meine Abschlussprüfung gesedert bin. Ich habe Theologie studiert und dann habe ich jetzt nicht einmal bestanden. Ich habe mir doch so Mühe gegeben. Ich habe mir so dermassen Mühe gegeben. Ich habe alles versucht. Und ich habe so etwas von versagt. Und mitten in diesem Zerriss innen bekomme ich ein Telefon von einem, der sagt, Goni, du kennst mich vielleicht nicht so, aber ich möchte dich im Team innen haben. Und dann ist ein Riesenspiel in mir losgegangen. Das erste Mal ein Riesenzerbruch. Gesagt, ach, was soll ich? Ich bin jetzt Goni von Bern, ich bin ein halber Bauer. Was soll ich da schon sagen davor? Also ein Hoch auf die Bauern. Ich liebe es über alles. Das finde ich super. Oder? Ein Riesenkampf. Was soll ich überhaupt schon sagen? Ich bin so einfach, das geht doch gar nicht. Was soll ich da schon mithelfen? Das bin ich nicht gewohnt, das schaffe ich nicht. Auf der anderen Seite habe ich andere Stimmen gehört. Jetzt kannst du denen zeigen. Du als Frau her und sagen, Hühner noch einmal, jetzt gehen wir auch mal an die Macht. Genau. Und ich wusste, hey Leute, ich wusste, ich darf nicht aus Stolz zusagen und ich darf nicht aus Minderwert absagen. Ich darf nicht aus Stolz zusagen und sagen, klar mache ich das, jetzt zeige ich es mal. Aber ich darf nicht aus Minderwert sagen, ich mache es nicht. Und mittendrin, der kleine Grat, dass du diesen Grat verwünschst, vor Wahrheit und vor Klarheit, ist, dass du ganz nach am Herz von Jesus bist. Und wer bringt dich ans Herz von Jesus? Wer führt dich direkt in die Gegenwart von Gott? Wer nimmt dich an die Hand und sagt, wir gehen durch den Thronsaal rein und gehen an Gottes Herz? Es ist niemand anders als der Heilige Geist. Das ist sein Job. Im Heiligen Geist, sein Job ist es unter anderem so vielen, ist es, dass er dir an die Hand nimmt und zu dem Gott führt. Und dann, als ich das gecheckt habe, nach dem Kampf, nach dem, ich habe am besten zugesagt und dann wieder abgesagt und wieder zugesagt, richtig peinlich, mache das ja nie, habe ich gewusst, nach dem Riesenkampf, habe ich gewusst, Heiliger Geist, ich schaffe es nicht. Aber in deiner Kraft schaffe ich es, mit einer sauberen Haltung zu gehen. Und egal, ob du Menschen lieben musst, wo du manchmal überfordert bist, oder ob du Entscheidungen treffen musst, ich weiss nicht, was das neue 2019 für dich bringt. Vielleicht bringt es ein Wahnsinnsjahr, vielleicht bringt es Freude, vielleicht bringt es Herausforderungen, vielleicht bringt es Hürden. Aber ich weiss eins, du gehst nicht alleine dadurch. Der Heilige Geist ist mit dir und führt dich und ist mit dir in deinem Weg innen. Schau, Jesus sagt, ich bin der Weg, wo du drauf bist. Ich bin die Wahrheit, die dich frei macht. Und ich bin das Leben im Überfluss. Und das alleine wird uns offenbar durch den Heiligen Geist in unserem Leben innen. Ich möchte so gerne eine junge Generation sehen, wo die Kraft Gottes innen lebt, wo nicht Menschenfurcht kennt, wo die Limitationen vom Leben denkt, ich bin jetzt durch die Prüfung, was will Gott überhaupt mit mir? Dass du den Satz hörst, hey, ich will, dass du mehr brauchst, weil in meiner Kraft ist alles möglich. Und ich möchte, dass wir zusammen aufstehen und uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist und fragen, kommst du in unser Leben hinein? Sei mal still. Psst, ganz ruhig. Ich glaube, dass der Heilige Geist heute mit einer Sanftheit kommen will. Weil er tut oft im Verborgenen wirken. Steh mal auf, ganz ruhig. Wir möchten zusammen für das beten. Wir wollen 2019 starten
mit der Kraft Gottes.